Yo Leute, und damit herzlich willkommen zum Part 166 des Fußballmanager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. Und hier zum 166. Part. Wir sind angekommen nach einer langen und harten Saison, die auch sehr erfolgreich für uns war. Sind wir hier am 34. und letzten Spieltag und haben dort noch die Aufgabe gegen den SC Freiburg zu Hause in der Volkswagen Arena, bevor es gegen Hoffenheim und gegen Paris Saint-Germain geht in den internationalen bzw. nationalen Endspielen. Und deswegen gehen wir rein hier natürlich Textmodus und sagen unserer Mannschaft: Unsere Siegesserie geht heute weiter und damit auf geht's Wolfsburg! Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier in Wolfsburg. Leider noch die Champions League Hymne habe ich vergessen auszutauschen. Und wir sehen hier eine glattrote Karte für Palodiani. Platzverweis für Palodiani. Martial und Palodiani geraten nach einem harmlosen Zweikampf aneinander. Nach kurzem Wortwechsel wischt Dian seinen Gegner mit der Hand durch das Gesicht. Anthony Martial lässt sich fallen und als Schiedsrichter Andreas Mayer zum Ort des Geschehens eilt, hat er schon die rote Karte in der Hand. Damit sind wir hier in Überzahl. Die Abwehr des SC Freiburg köpft eine Flanke von rechts zu kurz in die Mitte weg, wo Gustavo an den Ball kommt und schießt. Martial kann den schwachen Schuss aufnehmen, verzieht dann aber deutlich. Schade. Und jetzt die nächste Chance nach der dritten Minute nach Ecke. Durch Wesley Sneijder nach einer Ecke köpft Gustavo völlig unbedrängt zu Martial, der aus 4 Metern ins rechte Eck anschiebt. Auftakt nach Maß, 4. Minute, 36. Saisontor von Anthony Martial. Klasse. Sag mal weiter so. Die Gangart des SC Freiburg wird rauer. Riesenchance in Wolfsburg. Gleich eine sehr gute Konterchance für den VfL Wolfsburg. Martial ist durch, hat nur noch Timo Horn vor sich. Querpass auf Sneijder, der nur noch einschieben muss. Genau in die Tormitte. 2-0. 10. Minute. Klasse. 17. Saisontor von Wesley Sneijder. Der SC Freiburg hat jetzt nichts mehr zu verlieren, das kann man wirklich sagen. 14. Minute, nächste Möglichkeit. Diagonaler Pass von Lars Bender in den Rücken der Abwehr. Martial steht frei, scheitert aber aus 9 Metern an Schlussmann Timo Horn. Eigentlich unser Torhüter ist ja jetzt fest vom SC Freiburg verpflichtet worden. Aus Freude über die Führung singen die Fans der Gastgeber jetzt hier ohne Unterlass. Das ist schön, so macht es Spaß. Die Fans des SC Freiburg wirken dagegen ein bisschen miesepetrig. Kann man auch verstehen. So, der SC Freiburg hat damit seit 300 Minuten kein Tor mehr erzielt. Das ist eigentlich praktisch die Einladung. Sneijder marschiert kompromisslos in den 16er, wartet dann aber zu lange und verliert den Ball stetig an den herausstürzenden Timo Horn. Aber wir sind hier dran, 37. Weiter Einwurf von Arnold. Timo Horn kommt heraus und fängt den Ball ab. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und der VfL Wolfsburg ist wieder im Ballbesitz. So, ein Tor verdient hat der SC Freiburg wahrlich nicht, aber wenn sie jetzt einen guten Moment hätten, dann kämen sie gerade noch mit einem blauen Auge aus dieser Halbzeit heraus. Aber das wird nicht so kommen, Andreas Mayer hat abgepfiffen. Wir führen mit 2:0 gegen den SC Freiburg. Aber die Noten sind nicht so gerade berauschend. Kurt war nur mit einer 4. Motivieren wir jetzt? Das habe ich von mir schon besser gesehen, sage ich. Und er meint, jetzt ist Vollgas angesagt. Werden wir sehen, wie es kommt. Fresh motivieren wir. Motivieren noch Roberto Firmino. Motivieren einen Arnold und motivieren einen Ricardo Rodriguez. Massage kriegt hier Sneijder. Kriegt hier Trash. Und kriegt Firmino. Halbzeitansprache sehr gut, weiter so. Und hier müssen wir gerade nichts tun, von daher würde ich sagen, gehen wir rein in die zweite Hälfte. So, wir haben hier gleich die Chance, 46. Schöner Konter des VfL Wolfsburg, aber leider vollkommen harmlos. Martial wird abgedrängt und schließt schließlich verzweifelt aus unmöglichen Winkel. Timo Horn hebt die Hand und lässt keinen neuen Ball bringen. Der SC Freiburg kontert jetzt aber zu umständlich. Letztlich schließt Mike Hante weit am Kasten vorbei. Der ehemalige Wolf war ja früher mal hier in Wolfsburg. Sag mal voller Angriff jetzt halt. Freiburg hier die Chance. Nach Ecke von Mujica. Die Ecke ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Tresch, der den Ball auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Aber die Ecke war anscheinend nichts. Wir haben hier direkte Kontermöglichkeit. Firmino geht auf der linken Seite durch, schlägt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Martial, der den Ball wie Einzelbombe annimmt, sich dreht und aufs lange Eck zielt. Heraus kommt nur ein harmloser Roller, der weit am Tor vorbeigeht. Schade. Jetzt Chance für den SC Freiburg. Zuck mit einem unkonzentrierten Abstoß, der nur zu einem Abschluss wird. Und der Start können wie immer mal ausverkauft. Und jetzt kommt André Schürrle für Firmino, der ein gutes Spiel gemacht hat, jetzt aber rausgeht hier zur 63. Minute. Wir haben die Chance, 64. Flanke Arnold von rechts, Kopfballablage von Sneijder auf den Pfeil stehenden Martial. Und er trifft auf 12 Metern in die lange Ecke zum 3-0. Jabadabadu, 37. Saisontor, 22. Vorlage von Wesley. Gelbe Karte jetzt für Oliver Sorg nach einem klaren Foul an Molonda. So, jetzt kommt Alex Grimaldo rein für Ricardo Rodriguez. So, das müssen wir natürlich hier gleich mal umstellen. Wir können da aber nichts machen, okay. So, Alex Grimaldo jetzt für Ricardo Rodriguez hier zum Einsatz. 20 Minuten hier noch, 3:0 Führung. Und jetzt kommt Gelson Fernandes für Mujica. Und ich wechsle jetzt Mario Gomez ein für Martial, der heute ein klasse Spiel gemacht hat mit seiner 2 hier. In der 73. Minute. Und jetzt haben wir hier die nächste Chance, 74. Eine Flanke von Arnold, wehrt Immanuel Höhn per Kopf in die Mitte ab, wo Lars Bender per Drop-Kick abzieht. Kollege Schürrle steht aber im Weg und fällt den Ball neben das Tor ab. Schade. Und jetzt kommt Wladimir Darida für Jonathan Schmid. Gucken wir mal rein. Und das kümmert sich Molonda um ihn. Wir haben hier jetzt die Chance, 75. VfL Wolfsburg hat jetzt viel Platten, verliert keine Zeit. Sneijder schaut kurz nach rechts, passt dann geschickt auf André Schürrle auf den linken Flügel. Der dynamische Stürmer schüttelt seinen Gegenspieler mit einem Übersteiger ab, flankt sofort in die Mitte, wo Molonda lauert. Dann aber seinen Kopfball nicht richtig drücken kann, der Ball streicht knapp über die Latte, Timo Horn hebt die Hand. Und jetzt 76. Nächste Möglichkeit, Arnold hat sich im Rücken von Ginter freigeschlichen, bekommt den Ball, er versucht Horn auszugucken, aber der Versuch misslingt. Schade. Man muss heute auch die hervorragende Leistung von Schiedsrichter Andreas Mayer einmal lobend erwähnen. Machen wir doch. Sagen wir Kontrolle übernehmen. Jetzt kommt Slow and Private für Yatabare. So, Freiburg hat die Chance. Private sucht Darida, trifft den Ball nicht richtig. Vollkommen unkontrolliert gelang die Kugel dennoch zu Gießen, aber der noch frische Schächte kann den Ball trotzdem stoppen und scheitert schließlich mit einem Flachschuss auf 11 Metern am Glänzen reagieren, wenn kurz war. Minute 85. Die Riesenchance nach der Flanke von Arnold stehen gleich 2 Wölfe frei vor dem Tor und Schürrle hat keine Mühe, den Ball aus 4 Metern zum 4:0 über die Linie zu drücken. Klasse! 4:0, drittes Saisontor von André Schürrle. 89. Minute. Flanke von André Schürrle. Timo Horn verschätzt sich, unterläuft den Ball. Hinter ihm steht aber Höhn, der auf Sicherheit geht und zur Ecke klärt. So, Ecke von Wesley Sneijder, Ginter will die Ecke von Sneijder per Klops klären, drückt dabei die Latte des eigenen Tores, Gomez legt sie quer in die Luft, nimmt den Ball Volley. Timo Horn ist chancenlos, 5:0 durch Mario Gomez. Klasse Ding, 6. Tor in dieser Saison für Mario Gomez. Und wir hören seine Tormusik. Wake Me Up, aber ein bisschen zu leise. Arnold fasst sich ein Herz, zieht aus 24 Metern ab, der Ball flutscht über den nassen Hasenloch, Timo Horn taucht ins bedrohte Eckgarten, hält ihn fest. Heute klappt beim VfL Wolfsburg alles und Schluss hilft, wir gewinnen mit 5:0. Hier war heute ein Klassenunterschied zu spüren. Wir sehen es hier, wir sind Meister, bestand aber schon am 31. Spieltag gegen Hannover fest. Von daher würde ich mal sagen, guck mal hier in die Statistiken, sehen 63:37% Ballbesitz, 16:4 Chancen. Und von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns dann gleich im Nachbericht. Und hier im Nachbericht zum 34. und letzten Spieltag der Saison 2014-2015. Wir gewannen mit 5:0 gegen den SC Freiburg, der ehemaligen Mannschaft von Hamburg Fly LP. Er spielt ja genauso wie ich den Fußballmanager 2014. Erst auch in der zweiten Saison allerdings hatte er nur einen einzigen Speicherstand, was bei diesem FM14 fatal ist, denn dadurch konnte er seinen Spielstand nicht mehr laden, wohl möglich, weil er unter der Woche war. Und von daher kann er ihn nicht mehr laden und versucht es jetzt mit einem neuen Projekt des FM14 zu starten mit Traditionsmannschaften wie den FSV Frankfurt, Heidenheim und noch weitere. Jedenfalls wünsche ich dir, falls du das hörst, lieber Nico, hier alles Gute. Und dann sehen wir es, er hat ja noch ein anderes Projekt, Road to be a Champion im FM14, da hat er jetzt Marco Reus zu Real Madrid geholt und möchte aus ihm ein 5-Sterne-Talent machen. Wird relativ schnell machbar sein, da es ein 4,5er ist. Und jetzt hier wieder zurück zum Spiel. Wir gewinnen hier mit 5:0. Durch Doppelpack Martial, Tor von Sneijder, Tor von Schürrle und Tor von Gomez. Schürrle auch hier bester Spieler, Timo Horn bester Spieler auf Seiten der Freiburger. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert, bester Spieler bei den Freiburger nach wie vor Timo Horn hier mit einer 3, Ginter 3,5, ansonsten die Noten im 4er, schlechtester Spieler Zuck hier mit einer 5 und Emanuel Höhn. Bei uns sieht es recht gut aus, außer Christian Tresch mit seiner 4 und Firmino mit seiner 3, Grimaldo 3,5, ansonsten ist es perfekt. Gehen wir in die Statistik, sehen Sie hier beste Spieler. Hier Anthony Martial mit seinen 2 Toren, der damit auch klar Torschützenkönig sein wird. Das Spiel fand bei regnerischem Wetter statt, 16 Grad und Schiedsrichter Andreas Mayer leitete die Partie ganz hervorragend. Jetzt gucken wir in die Ergebnisse der Saison 2014-2015. Sehen Sie hier, wir gewinnen mit 5:0 gegen den SC Freiburg, VfB Stuttgart gewinnt 4:0 gegen Schalke 04. Dortmund gewinnt 2:0 gegen Hannover 96, Werder Bremen verliert 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Hamburger SV unterliegt 1:3 gegen Hoffenheim, kann sich aber noch retten. Hertha BSC gewinnt 2:1 gegen den VfL Bochum. Die absteigen als Tabellenletzter, das war auch schon klar. Kantersieg für Eintracht Frankfurt 6:1 gegen Nürnberg. Mainz verliert 1:4 gegen Leverkusen. Im Rheinland-Derby könnte man sagen. Und Köln unterliegt dem FC Bayern mit 0:4, die damit auch absteigen müssen, der erste FC Köln. Die ehemalige Mannschaft von Dr. Jones LP, er wird ja mit Atletico Madrid eine neue Karriere starten. Da er sich meint, nach 2 Saisons ersten FC Köln muss ich es verlassen, da ich diesen Club nicht als Meister irgendwie hervorbringen kann. Und das könnte man eigentlich durchaus schon schaffen. Unter Umständen kann man es schon schaffen. Damals 1998 hat es ein gewisser Otto Rehhagel geschafft, mit dem ersten FC Kaiserslautern Meister zu werden in der Bundesliga, nachdem sie aufgestiegen sind. Von daher ist es durchaus möglich und wir sehen es hier, neben Köln muss auch Bochum wieder runter. Hannover 96 rettet sich hier in die Relegation. Hamburger SV ist am letzten Spieltag gerettet. Dann gucken wir mal, wir sind hier Meister mit 91 Punkten. Damit haben wir dasselbe Punkteergebnis, glaube ich, aus dem letzten Jahr wieder. zweite FC Bayern mit 78 Zählern 13 Punkte der Abstand. So viele Punkte waren es auch bei der letztjährigen Saison, wo wir Meister wurden. Schalke 04 hier 14 Punkte dahinter und Leverkusen 29 Zähler dahinter. Dann sehen wir hier, Mönchengladbach auf der 5 ist in der Europa League genauso wie Borussia Dortmund. Hoffenheim ist genauso dabei, die sich gegen uns da im Finale dafür schon qualifiziert haben. Damit haben wir insgesamt 7 europäische Starter. Kann sich sehen lassen. Mainz auf dem 10. Platz, Frankfurt 11., Hertha BSC 12., die damit auch im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in der Liga bleiben, genauso wie Nürnberg und Freiburg. Okay, zweite Bundesliga, da haben wir noch einen Spieltag. Und dort sehen wir, dass es jetzt noch eng wird am letzten Spieltag. St. Pauli jetzt mit 68 Punkten Erster. Aber da haben alle drei Mannschaften noch die Chance. Gucken wir mal auf den letzten Spieltag. Denn da sehen wir, St. Pauli hat das Spiel gegen Braunschweig, gegen den 5. Augsburg muss nach Duisburg und RB Leipzig hat das Spiel gegen Aalen, die auf 12 sind. Von daher gute Aufgaben. Und hier sieht so aus, dass der FC Ingolstadt sich noch retten könnte. Dafür müssten sie aber gegen Erzgebirge Aue gewinnen. Und FSV Frankfurt und Halle waren ja bereits abgestiegen. Dann Blick in die dritte Liga, wo der letzte Spieltag anstand. VfL Osnabrück und Heidenheim steigen auf. Chemnitzer FC, die liebe Mannschaft von Hansa Fan, nimmt hier an der Relegation teil. Und spielt dann vermutlich gegen Ingolstadt. Absteigen müssen Saarbrücken, Münster und Holstein-Kiel. Was schade ist für den Traditionsverein Saarbrücken. In der Realität sieht es so aus, als müssten die denselben Gang antreten. Regionalliga Nord sehen wir unsere Mannschaft. 12 Punkte Vorsprung, hat jetzt 1:0 gegen die zweite von Werder Bremen gewonnen. In der Nordost Karlsruhe Jena. Die hier schon durch sind. In der West 86 Punkte hier für die zweite von Leverkusen am letzten Spieltag, die damit hier in die Relegationsspiele gehen. Regionalliga Südwest Hoffenheim 2. und Freiburg 2. war ja schon früh klar. Und in Bayern hat Wacker Burghausen der Absteiger geschafft. Mit 1 Punkt Vorsprung vor der zweiten aus Nürnberg Blauen. Und Illertissen, die Vierter sind. Absteigen müssen Heimstetten, Buchbach, Rheinlech, Sonthofen und Unterföhring. Jetzt gucken wir in die Stimmen, das sagte heute Martial, kurzgeschnittener Rasen als Kind war das immer das Größte, es bedeutete Freiheit, Glück. Wenn ich heute auf dem Rasen liege, fühle ich dasselbe, kann man wirklich sagen. Und der SC Freiburg hat andere Ansprüche, sagt Präsident Fritz Keller. Spieltagsstatistik sehen wir heute nur Morlander von uns, der zum 9. Mal in die 11. des Tages gerückt ist. Martial jetzt insgesamt 37 Saisonbuden und Spieler des Tages wurde hier Neuan Ötz, der auch in der 11. des Tages steht. Des Weiteren haben wir da noch Spieler wie Kevin Trapp, Reva, Johnson, Zambrano, Alaba, Okavica, Stocker, Salihovic und Lakic. Dann gucken wir mal in die Teamleistung heute. Viertbeste Teamleistung mit einem Schnitt von 2,77. In der Saison einen Schnitt von 2,78. Beste Spieler nach 34 Spieltagen sehen wir hier ganz klar. Martial hat die Krone für sich entschieden. Und ist zudem auch noch notenbester Spieler. Dann sehen wir noch Arnold hier auf dem zweiten Platz mit einem Schnitt von 2,5 und Ricardo Rodriguez mit einem Schnitt von 2,75. So, dann gucken wir mal ins Fairplay, sehen da keine Verletzten von uns. Hoffenheim muss auf Marecek verzichten. Und wir sind dann zum Saisonende die 7. Mannschaft, 1. Bayern München. Und dann gehen wir mal weiter. Tun uns auf das Spiel hier gegen Hoffenheim vorbereiten. Und sehen es hier Salah zum Lieblingsspieler, das wissen wir ja schon. Dann gehen wir mal weiter. und sehen hier die Einblendung Meister. So, der Sponsor wünsche ich eine Vertragsverlängerung. Lehnen wir mal ab. Reserve gewann 1:0 bester Spieler Mankio. Mannschaft der Woche Molonda. Können wir aber nicht loben. Neues Manager-Level sind wir jetzt Level 9. Ist ja auch schon eine wirklich gute Leistung. So, dann gucken wir mal weiter drauf. Mannschaft des Jahres haben wir 5 Spieler mit Ricardo Rodriguez, Molonda, Tresch, Martial und Sneijder. Liga-Preisgelder verteilt bekommen wir für den dritten Tabellenplatz 17,36 Millionen Autogrammstunde. Sind die Fans zufrieden? Scouting abgeschlossen von Wollison auf der 10 68, Scouting abgeschlossen von Sandhausen. Und dann gehen wir mal weiter. Arbeiten uns vor zum Spiel gegen Hoffenheim im DFB-Pokalfinale. 10 hier Stepanenko-Wechsel von Schachtja Donetsk zu Valencia für 6 Millionen. Cabrera von Piräus zu Palermo. Dann hier Schrammels von Rapid zu Sion. Orlando von Inter zu Deportivo. 10 Maxis verlängert. Alejandro Fraulin verlängert bei Celtic. Russ bleibt bei Eintracht Frankfurt. Linnes hat bei Molde verlängert. Kokorin von Atletico Madrid beobachtet, Palermo hat Interesse an Canini, Schuster im Fokus von Nürnberg und Osmane Coulibaly vor dem Wechsel zu RC Lens. So, und sehen jetzt hier erstmal die Rangliste des Fußballs, den Kuhn Castells hier, hat das Prädikat Weltklasse, genauso im Blickfeld hier Leno und Ulreich. In den Innenverteidigern haben wir Luis Gustavo hier auf dem 9. Platz. In der Außenbahn Weltklasse Ricardo Rodriguez. Arnold hier Außenbahn offensiv auf dem 2. Platz, im weiteren Kreis Jesse. Im Mittelfeld, da haben wir hier Molonda, internationale Klasse Lars Bender und Christian Tresch. Kevin De Bruyne im weiteren Kreis Weltklasse Sneijder. Und Stürmer Weltklasse Martial und im Blickfeld Mario Gomez. Kann sich sehen lassen. Dann gehen wir weiter. 9 Jugendspieler entdeckt. Ist sie klar? 3,5 Sterne. Ist verletzungsresistent. Nehmen wir ihn mal auf. Sehen hier A-Junioren spielen 2:2 unentschieden. In der Relegation treten wir gegen die zweite von SC Freiburg an. Gucken wir uns mal an. Eigentlich müssten wir uns da durchsetzen können. Scouting abgeschlossen von Thomas Eisfeld. Auf Stufe 9 hat die 70, der ja zu uns kommen wird, und Firmino verzichtet erneut aufs Gespräch. Natürlich auch wieder sehr bitter. Sehen hier die Änderung der 5-Jahres-Wertung, das kann nur noch heißen, das Finale der Europa League wurde ausgetragen. Genauso und Chelsea ist Europa League-Sieger 2015 durch ein Tor von Eden Hazard zum 1:0 gegen den FC Liverpool. Auf- und Abwertungsrunde gucken wir uns natürlich noch an. Benaglio hat sich nicht verbessert. Tresch ist auch gleich geblieben. Arnold klettert sogar um 2, wunderbar. Ricardo Rodriguez ist gleich geblieben. Gustavo ging 1 nach oben. Jesse ging 1 nach oben. Martial auch 1 nach oben, 2 nach oben. Molonda ebenfalls 1 nach oben, 2 nach oben. Klasse. Sneijder auch nochmal 1 nach oben. Kevin De Bruyne 2 nach vorne. Klasse. Genauso wie bei Timo Werner. André Schürrle ging auch nochmal 1 nach oben. Bender, auch eins nach oben. Manometer. Gomez, auch eins nach oben. Süle, auch eins nach oben. Firmino, eins zurück, schade. Scher ist gleich geblieben. Und jetzt geht's in die Reserve. Treves 2 verloren, 3 verloren, ach du Heilige. Brandt gleich geblieben, Tah ging nach oben. Afdicay ging nach oben. Schor ging nach oben, Cicerci nach unten, genauso wie Sprenger. Genauso wie Seguin. Halilovic ist gleich geblieben. Selalem 2 nach vorne. Toljan 1 nach vorne. Lasocka 1 zurück. Und Felix Bartsch 1 nach oben und Lukas Rüthen 1 nach oben. Wunderbar. Dann gehen wir auch da weiter. Sehen Sie hier, unser Tipp weicht von der realen Tabelle nur um 36 Positionen ab, ist ein Schnitt von 2,0. Wunderbar. Wir haben uns nur mit Mainz und dem HSV vertan, aber der Rest ist wirklich in Ordnung. Gehen wir mal weiter. Sehen's, wir haben eine Talenterhöhung. Restaurantbesuch war ein voller Erfolg. Scouting abgeschlossen, von Eisfeld jetzt. Rafinha und Dings konnten sich immer noch nicht hier vertragen. Martial hat Trainingsziel erreicht. Ballkontrolle ist gut, Schusskraft ist gut, Kopfballpräzision ist auch schon top. Oh je, so viel, was er hier schon alles erreicht hat, meine Güte. Sneijder hat Trainingsziel erreicht, auch da gucken wir noch rein. So, was kann man da noch reinnehmen? Nicht mehr so viel. Süle hat Trainingsziel erreicht. So, Talent erhöht. Von 4 Spielern, ich fasse es doch gar nicht. Arnold hat's geschafft, Jesse. Arnold jetzt 4 Sterne, klasse Ding, klasse Ding. Jesse, der uns leider verlassen wird, hat 4,5 Sterne jetzt. Martial, der auch 4,5 jetzt hat, alles klasse hier. 88 hat er jetzt. Meine Güte. Und Molonda hier, der auch jetzt seine 4 Talentsterne hat. Klasse, klasse Sache hier. Serrero hat seinen Vertrag verlängert bei Ajax. Dybala hat Trainingsziel erreicht. Ballkontrolle darf er jetzt mit dem Torricher weitermachen. So, und Scouting abgeschlossen von Hoffenheim. Dann gehen wir in den privaten Bereich, laufen nochmal einen Trainingslauf und haben es dann jetzt geschafft zum Spiel gegen Hoffenheim. Hier angekommen DFB-Pokal, sehen wir es nochmal. Hoffenheim hat sich gegen Aue durchgesetzt und wir gegen Wolfsburg. Und wir haben es geschafft, sind jetzt in Berlin gegen Hoffenheim. Was natürlich ein 3D-Spiel werden wird. So, jetzt sehen wir hier die Einblendung. DFB-Pokal, das Endspiel steht an zwischen Hoffenheim und Wolfsburg. Könnte man auch sagen, Dietmar Hopp gegen VW. Beziehungsweise SAP gegen Volkswagen. So, haben noch 7 News, die gucken wir uns an. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung, lehnen wir ab. Neuer Fanartikel bereit zur Markteinführung. Datenbank aktualisiert. Zufriedenheit mit unserer Arbeit. Ihr Präsident Francisco Garcia-Sanz teilt Ihnen in einem persönlichen Gespräch mit, dass er mit Ihrer Arbeit außerordentlich zufrieden ist und dass Sie einfach so weitermachen sollen. Bonzer zahlt Bonus hier von 300.000. Keine verletzten Spieler mehr und Bandowski ist noch angeschlagen. Da könnten wir eigentlich gleich mal reingucken, wie die Relegation verlaufen ist. Pokalergebnisse, Deutschland. Regionalliga-Relegation, die Spiele stehen noch an, okay. So, dann stellen wir mal unseren Kader hier auf. So, Jesse wird auf jeden Fall anfangen. Benaglio gegen Courtois ist auch klar. So, dann gehen wir mal hier rein. Wichtigstes Spiel wird das Champions League-Finale sein. Aber ich denke mal, das passt soweit hier von den Einstellungen. Gehen wir mal in den Teamvergleich. Spielen hier mit einem recht ähnlichen System, aber 4-3-3. Deswegen Sonnebewachung auf Modest. Resch kümmert sich um El Younussi. Ricardo Rodriguez um Volland. Gustavo hier um Modest. Scher kümmert sich... Nee. Das machen wir andersrum. Scher kümmert sich hier um Modest. Und Gustavo um Salihovic. Dann würde ich sagen, die Aufstellung steht, die Taktik steht. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein in das DFB-Pokalfinale 2015 in Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim im 3D-Spiel. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst ein Abo da und verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin. Macht es gut.